So, hier. Wenn irgendjemandem irgendwas auffällt, einfach sagen, ach stimmt, ich wollte hier Schalkerkisten aussortieren, habe ich noch nicht gemacht. Mach mal jetzt. Würde ich sagen, für den Anfang. Und Ken Block ist schon dabei. Ich muss jetzt mal fragen, du heißt ja auch Domi, ne? Gut. Das muss ich mir bloß merken, weil mein Kollege, mit dem ich ja auch ab und zu streame, der heißt halt auch Dominik. Nochmal? Was? Okay, warte. Ja, habe ich auch, aber jetzt wird's verwirrend. Ich habe mir gerade so gemerkt, dass du Dominik heißt und ich hab's absolut nicht mit Namen. Okay. Ja, gut. Ja, das habe ich ja bis jetzt eigentlich auch immer gemacht. Ich würde es, glaube ich, fast dabei lassen. Einfach, weil Ken Block auch wirklich eine geile Sau ist. Kommt der Name eigentlich von dem Ken Block? Geiler Typ. Absolut geiler Typ. Ja, dann hat es ja praktisch erst. Nee, ich meine jetzt wegen deinem Geburtsdatum. Dann hattest du ja praktisch vor kurzem erst, also noch gar nicht so lange. Warte mal, ich wollte hier weiter aufräumen. Ich habe da gar keinen Platz zum Aufräumen. Warte mal, hiervon kann ich doch eigentlich wirklich die Hälfte wegschmeißen. Brauche nicht. Ich glaube, ich schmeiß das wirklich einfach mal spontan alles ins Void. Warte, ich bin so doof. Ich habe dich im Stream sogar noch gemutet. Wie gesagt, heute drunter und drüber. So, jetzt müsste man dich auch im Stream hören. Das tut mir wirklich leid. Heute ist keine Ahnung, der Wurm drin. Ist alles gut. Nee, gar nicht. Das ist noch früh, ist noch hell. Aber das sind so Dinger, ohne Scheiß, die gehen mir so auf den Sack. Okay. Wenn letztendlich, ich meine, ich habe wirklich lange gebraucht, das alles einzustellen und war dann froh, dass ich fertig war. Und vom Prinzip fängt die ganze Scheiße jetzt schon wieder von vorne an. Bloß weil halt Windows meint, komm, wir schmeißen mal ein Update rein, was voll unnötig ist. Ja, kenne ich. Die können ja von mir aus updaten. Aber die müssen doch meine Benutzereinstellung deshalb nicht alles komplett zurücksetzen. Eigentlich nicht. So, das hier kann... Alter, was da alles im Müll kann. So, warte mal, Buch lasse ich da. Das kann weg. Die Spektralpfeile brauche ich auch nicht. Namensschilder bleiben hier. Die Tür kommt hier auch überhaupt nicht rein. Das können wir aufräumen. Die Schere lasse ich da. Die zweite auch. Die Tür kommt eigentlich runter. Dann würde ich hier die Treppen noch mit reinmachen. Hier die Loren und den... Wie schnell so ein kleines Inventar einfach voll ist. Ja, da ist aber das Problem. Die sind sehr schnell voll. Also manchmal verachte ich dieses Spiel. So, da haben wir nochmal einen Sattel. Die Loren. Das war's dann. Ja, den Rossharnisch, ganz ehrlich, brauche ich eigentlich auch nicht. Den könnten wir so, wie er ist, wegschmeißen. Ich habe irgendwo, glaube ich, noch Diamant-Dinger rumfliegen. Da ist das gerade echt unnötig. So, dann kann ich hier dafür die Kohle rausholen. Stück für Stück. Ich bilde mir auch ein, dass die Mausempfindlichkeit schon wieder verstellt ist. Was gar nicht sein dürfte, weil das ist der andere Rechner. Ich werde verrückt. Ich glaube wirklich, langsam werde ich verrückt. Aber du warst schon nicht mehr am PC. Bitte nochmal? Oder kann es vielleicht sein, dass du nicht mehr so lange am PC warst? Ja, nee, ist eigentlich Standard. Ich habe eigentlich wirklich bloß so 3-4 Tage, an denen der Rechner läuft und sonst, ja, ich krieg sonst Ärger mit der Frau.
Die möchte, dass ich noch ein bisschen Zeit für sie habe. Verstehe ich auch. Ja. Also normalerweise ist bei mir wirklich immer bloß mittwochs, also heute, dann freitags der Stream. Mhm. Und samstags die Aufnahme. Sonntag läuft er dann bloß noch blank für Upload. Und sonst bin ich eigentlich nie am Rechner. Außer wenn ich Urlaub habe, dann bin ich den ganzen Tag dran. Also 24/7, muss ja auch mal sein. So, das hier ist alles Müll. Vor allem hätte ich das gewusst, ich habe heute noch gemütlich in der Firma mein Feierabendbier getrunken. Und dachte so, ja komm Digga, brauchst du keinen Stress machen, alles easy. Hätte ich das gewusst, wäre ich halt einfach gleich nach Hause gegangen und hätte das eingestellt. Dann wäre das überhaupt kein Stress gewesen. Jetzt fällt mir das so... mal eben kurz. Jo, jetzt fällt mir das halt irgendwie so 2 Minuten vor Stream auf, dass das gerade echt scheiße ist. So, dann haben wir da Platz. Die Glasflaschen können wir eigentlich auffüllen und in die Hexenhütte packen. Und wir können sogar gleich wieder schlafen gehen. Gib mir noch eine Minute. Dann gehen wir schlafen. Lass dir Zeit. Die Sonne geht ja erst gerade runter. Boah, ich mach mir dadurch jetzt schon wieder voll den Stress. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich bin, was sowas angeht, wirklich unmöglich. Echt? Ja, ganz schlimm. Auch auf Arbeit. Wenn das nicht läuft, wie es laufen sollte, da kann ich mal ganz böse ausrasten. Oh. Wird gut. Es ist fast schon ein Wunder, dass meine Tastatur noch lebt. Ich bin eigentlich so Prototyp. Würde ich FIFA spielen? Martin, was geht? Würde ich FIFA spielen? Ich glaube, ich bräuchte einmal die Woche neuen Controller. Deshalb spiele ich kein FIFA. Okay. So, wenn ich eine Tastatur oder eine Maus kaputt mache, ich hab noch ein paar hier liegen. Ich habe auch noch meine alte Tastatur liegen. Ich glaube, wenn ich ausraste, packe ich die einfach aus. Die liegt im Schrank hinter mir. Dann ziehe ich die da raus und mache die halt kaputt. Ich habe noch 2 Tastaturen hier liegen. Boah, ich habe noch ein paar im Hinterkopf, die ich mir noch holen will. Das ist total dumm. Okay. Ich weiß, dass ich bloß eine Tastatur brauche. Gut, eigentlich bräuchte ich 2, aber ich habe das hingekriegt. Wenn eine kaputt geht, dann kannst du immer... Oh nee, einfach weil sie, ganz ehrlich, einfach nur weil sie schön sind. Ich würde mir die irgendwo in ein Regal packen und dann voller Freude anschauen und sagen, boah, Digga, die ist echt geil. Und das war's. Sonst brauche ich die nicht. Ja, ich will auch noch eine vernünftige Tastatur haben. Und zwar eine Logitech-Tastatur. Ich weiß nicht, wie diese Gaming-Reihe von Logitech ist, da kann ich nichts sagen. Aber so was diese, ich sag mal 0815. Hier gehst du in den Mediamarkt, holst dir eine günstige Funkmaus, Logitech. Ja, ja. Die sind halt voll Schrott und deshalb bin ich da irgendwie weggegangen. Nee, so mein Vater hat seit Jahren jetzt schon eine G19-Tastatur. Ja. Und die ist echt top, muss ich erst sagen. Mit kleinem Display vorne an, wo du gucken kannst, was dein CPU macht. Sogar das ist ganz cool. Du kannst sogar darüber Videos gucken. Von YouTube sogar. Ja, das ist ja krass. Damit kannst du alles mitmachen. Und natürlich mit Licht auch. Ja, ich meine... so einstellen, wie du haben möchtest. Ich meine, ich möchte ja Logitech jetzt um Gottes Willen überhaupt nicht schlecht machen oder so, aber ich habe halt, wie gesagt, damit damals schlechte Erfahrungen gemacht. War wahrscheinlich auch für mich einfach nicht ausgelegt. Also war es wahrscheinlich sogar mein eigenes Verschulden. Aber das ist so hängen geblieben und seitdem, nee, würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich einfach nicht holen. Was total doof ist. Logitech, tut mir leid, falls einer da mal zuschauen sollte. Ist nicht böse gemeint, aber irgendwie bin ich da gebrannt. Ich schwöre halt. Ich schwöre tatsächlich auf mein Rocket. Finde ich geil. Ich finde es auch geil. Einfach optisch. Ich habe mir die Vulkan Aimo und die Cone Aimo geholt. Ist halt schon echt schick. Ich meine, die schwarze ist schon schick, aber ich habe es mir geholt in weiß mit gebürstetem Aluminium. Alter. Okay. Richtig gut. Ich meine, die kann auch nicht viel mehr als andere Tastaturen, aber sie ist halt hübsch. Achso, warte mal, wir wollten ja schlafen, Entschuldigung. Schon wieder voll vergessen. Alles gut. Hör mal, wir hatten ja noch ein bisschen Zeit, oder? Ja, früher war das alles sowieso noch viel einfacher. Da gab's noch keine Tastaturen, nur du hast auf der Schreibmaschine rumgekloppt.
Noch kein Minecraft. Da konntest du auch kein Mario spielen. So, warte mal, die sortiert, das hier ist... Ja, die könnten wir eigentlich mal so lassen. Ich glaube, ich bin erstmal mit Aufräumen durch. So, hier die Lava-Eimer. Ja, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, die ist leer. Die kommt hier. Die hier. Ich liebe diese Schalker-Kästen. Das ist so, so gut. Was ich heute jedenfalls machen wollte. Ich würde heute ganz gerne unter anderem einen kleinen Hühnerstall bauen. Am Bauernhaus. Also wir haben wirklich viel zu tun. Was wir dann letztendlich davon wirklich mal durchziehen. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich laufe ich wieder bloß hin und her. So wie jetzt. Ja, aber gut, ich muss mal langsam Bäume fällen. Warte mal, ich wollte ja sowieso mal bei dir vorbeischauen. Ich glaube, ich mache das einfach direkt zum Anfang. So. Jetzt bist du immer im Haus drin. Raus da. Hausverbot. Friedensbruch. Alter, wie groß das ist. Da ist ein bisschen. Du bist... Ja, du warst auf jeden Fall schon mal fleißig. Ich bin ein bisschen schief geworden, aber egal. Oh. Ja. Naja. Symmetrie ist was für Anfänger. So ist das. Aber... Ich kann ja so ein bisschen zeigen. Auf jeden Fall schon mal viel Glas. Das gefällt mir immer. Boah, sogar mit Glasboden, Digga. Ja. Ich glaube, das könnte ziemlich geil werden. Ich bin überlegen, dass es hier vielleicht noch eine Stufe runter geht. Noch. Dann. Dann ist so eine Stufentreppe nehmen. Ja. Dann. Wow. Dann wäre das praktisch nochmal als Raum so ein bisschen abgegliedert, ohne eine Wand reinzuziehen. Das wäre echt cool, genau. Ja. Ja, ich würde vom Prinzip, ich würde vom Prinzip hier schon die Treppe machen und hier noch eine Stufe. Das hat eigentlich vorgegeben, dass hier von hier komplett die komplette Ausbau. Ja. Und dann die Stufe, weil so hoch ist das ja nicht. Ja, also höchstens was zwei oder so. Ja. Die wegkommen. Aber sieht auf jeden Fall schon mal ganz nett aus. Hier ein bisschen Lager. Ja, noch. Ja, vorübergehend. Man braucht mal Zwischenlager. Da rüber, wenn das fertig wird. Erfahrungsgemäß, so ein Zwischenlager hält bis zum Schluss. Ja. Irgendwie bleiben immer ein, zwei Kisten stehen, die man nie sortiert. Ja, die Kiste zum Beispiel. Da ist alles drin. Ja. Ja. Ja, aber habe ich auch. Und das, obwohl ich ein automatisches Lager habe, was sortiert. Boah, die Treppe triggert mich. Wieso? Hier fehlt ein Block. Okay. Die müsste eigentlich einen früher aufhören. Ach so. Weißt du, du rennst hier halt schon so gegen die Scheibe und hast hier nur diesen schmalen Steg. Weil man was getrunken hat, läuft man dann direkt in die Scheibe. Ja, ich bin da komisch. Ich brauche mich. Das ist ja eh noch nicht so richtig schwer. Sie ist ja hier oben schon allein. Ich habe jetzt nur ein Bett. Hier soll halt meine Zaubecke hinkommen. Ja, aber das mit dem Glasboden ist schon ziemlich geil. Wenn hier unten dann mal einsortiert ist und ein bisschen dekoriert, schaut das voll geil aus. Warum mache ich sowas nicht? Ja, ich weiß, dann ist mir so an den Tag irgendwie eingefallen. Und für das Haus habe ich jetzt fast, glaube ich, eine Woche gebraucht für. Okay. Allein für die ganzen Steine hier. Also, wenn du Steine brauchst, dann gehst du einfach in die FPS-Schlacht. Nein! Warum denn nicht? Dann ist mir die lieber. Sei doch nicht so. Der baut dir doch einen Koppelgenerator. Okay. Und dann kannst du dich AFK stellen. Okay. Noch nie gebaut. Echt nicht? Nein. So, ich hab meine eine XP-Farm gebaut. Willst du einen einfachen oder einen fortgeschrittenen? Was ist denn besser? Also zum AFK-Farmen bräuchtest du den eigentlich schon als fortgeschritten. Und was brauchst du alles dafür? Du brauchst, warte, lass mich überlegen. Du brauchst 5 Trichter.
einen Piston, ein bisschen Redstone, einen Lava-Eimer, einen Wassereimer und halt ein bisschen Baumaterial. Das oh, den Preis Redstone habe ich schon mal. Das dürfte sogar reichen. Und an Eisen habe ich keinen Mangel. Gut. Dann brauchst du, warte mal, du bräuchtest 7 Chests. Aber die hast du. Also eigentlich hast du alles, was wir brauchen. Warte, ich bin mal so frech und schaue hier einfach durch. Ist gut, kannst ruhig machen. Das Einzige, was glaube ich noch tatsächlich fehlt, wäre ein Lava-Eimer. Aber das krieg ich schnell hin. Genau, das kriegen wir hin. Ich hatte, glaube ich, irgendwo sogar noch ein Lava irgendwo hier. Oder hab ich den zugemacht, weiß ich nicht mehr genau. Ja gut, Lava findet sich. Irgendwo da vorne war das. Wollen wir den einfach schnell zusammen bauen? Das geht tatsächlich relativ fix. Wenn du Zeit hast und möchtest, dann... Zeit habe ich immer. Sag mal, wo du den in etwa möchtest. Wir brauchen in der Breite nicht viel Platz, aber das wird ein bisschen länger. Ich glaube, so 15 Blöcke Länge müsstest du einplanen. Deshalb mache ich das immer irgendwo im Keller, wo man es halt nicht sieht. Ich habe doch keinen Keller. Außer jetzt hier mein kleinen Mine. Ja, weißt du was, ich baue das hier einfach irgendwo rein. Dann kannst du hier Stein farmen. Und wenn du ihn hier nicht mehr brauchst, baust du den einfach ab. Okay. Ich glaub, dann mach ich mal kurz die Trichter. Jo, wie gesagt, 5 Stück müssten, glaube ich, reichen. Auf jeden Fall warte Eisen und Truhen, glaube genau. Ich, ne? Pro Trichter eine Truhe. So, jetzt, ich weiß gerade bloß nicht mehr, wie weit kann der Pist noch mal schieben? Ich schaue aufs Handy. Ich google mal schnell. Ich könnte es jetzt natürlich auch wieder mal ausprobieren. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht, aber echt nicht. So, 5 Trichter habe ich. Dann brauchst du 2 Truhen, also halt einfach eine Doppeltruhe. Also stimmt, muss ja dann noch eine Truhe machen. Geht das schnell. So, eine. 12 Blöcke, okay. Eisen braucht, glaube ich, da nicht mehr, ne? Nur noch ein Eisen für den Kolben. Okay, dann muss ich da nochmal zu Eisen holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, da müssten wir hinbauen. Auch so weit bin ich noch gar nicht. Achso, doch, für den Kolben. Holz, Bruchstein, Eisen, Redstone. Ja, muss kein Sticky-Pisten sein. Der normale reicht. Ja, verfall normaler. Aber ein normaler. So, das heißt, hier wäre der Pisten, dann müsste das da rauskommen. Ich wollte eigentlich Bäume anpflanzen. Aber... War nur ein Kolben, ne? Ja, einer reicht. Dann bräuchte ich einen Repeater und eine Redstone-Fackel und halt ein bisschen Redstone. Mache ich dir. So, dann war's das. Da kommt, wie gesagt, der Kolben hin. Warte, lass ihn hier mal kurz. Ein Repeater. Ja, genau. Den können wir dann hier reinbauen und dann war's das eigentlich schon. Ich glaube, wie machen wir den eigentlich nochmal? Müsste reichen. So, also ich wäre soweit, wenn du soweit bist. Ja, ich brauche jetzt nur noch den Redstone Repeater. Gerade überlegen, wie der nochmal ging. 2 Fackeln, ein Redstone und ich glaube normaler Stein. 2 Redstone Fackeln. Jo,
Eine links, eine rechts, in der Mitte ein Redstone und unten drunter war entweder Kobbel oder normaler Stein. Falls du keinen im Inventar hast, ich drop dir mal welchen. Ja, Stein habe ich genug hier. Achso, ja, wusste ich gerade nicht. Ja, bloß sonst, ne? Weiß schon. Er redet halt gern. Gib dir die Sachen mal eben kurz. Jo. Ach, jetzt schreibt er mal, ich kann den jetzt bauen. Ja, wahrscheinlich hast du das Rezept einfach vorher noch nicht gehabt. Und dadurch, dass du es jetzt einmal gemacht hast, hast du es jetzt. So, hab ich. Gut. Brauchst du bestimmt den. Jo. Den. Ein bisschen ja. Redstone, den und den. Stein genau. Auch. Nee, hab ich. Dann gut, könntest dann du dich noch um einen Lava-Eimer kümmern. Der Rest und ist Wasser-Eimer. Dann. Wassereimer habe ich schon im Inventar. Achso. Den hatte ich ja zufällig dabei, den nehme ich mit. Was macht eigentlich den Glöcken? Nochmal? Ich hab dich. Was macht eigentlich in der so Steine, Erde und so weiter ein Stick, so ein Stick drin? Gehört eigentlich gar nicht da rein. Ja, das weiß ich auch nicht. So. Eine Redstone-Fackel. Ach, ich hab keinen Lava mehr. Ja, sonst geh doch kurz einfach durch dein Nether-Portal. Im Nether gibt's da ja wirklich massenhaft. Wenn nicht mein Game wieder gequest wird. Das kann tatsächlich passieren. Boah, ich hab das früher auch oft gehabt. Das war immer voll ätzend. Guck mal, ich hab ja eigentlich ja Mods drin, normalerweise. Ha. Ja, und wenn ich die anhabe und im Meter reingehe, wieder rausgehen will, wird der aber mehr. Dann irgendwie der CPU oder so überlastet oder so, weißt du? Ja, ich hatte das halt mit ganzen Modpacks, aber so mit einer Mod hatte ich das noch nicht. Nee, ich hab 3 Mods habe ich drin. Ja, gut, ist ja vom Prinzip. Eigentlich. Modpack. So, hier können wir dann. So, ich komm runter. Jo. Ich glaube, das war's. Ein Eimer war. Einer reicht dann, ne? Ja. Ja. So. Oh, warte, das hier war. So. Müsste doch jetzt prinzipiell. Oh, warte. Jetzt habe ich. Ah, irgendwo habe ich schon wieder einen Fehler drin. So, jetzt. Jo, funktioniert. Jetzt müssen wir bloß noch schauen, wie weit er die vorschiebt. Und ich hätte meine Fackel dann wieder. Boah, ich habe zum Marcel auch schon gesagt, ich heute auf jetzt dann weiter mit Boss. Ja, es bietet sich halt an, ne? Ja. So, jetzt müsste eigentlich. Hier müsste Schluss sein. Oder auch nicht. Okay, ich habe mich um einen Block verschätzt, das ist aber nicht schlimm. Jetzt muss ich kurz überlegen. So, dann machen wir hier die Truhe. Hallo, 4. Dann können nämlich deine Steine. Du hast ja immer eine 5er Range, die du abbauen kannst. Ja. Deshalb die 5 Trichter, dass deine komplette Range du halt auch
aufgesammelt kriegst in den Trichtern. Also vom Prinzip, wenn du dich jetzt hier AFK hinstellst und einfach nur irgendwie irgendwas auf deine Maustaste, ach, warte, da habe ich was vergessen, irgendwas auf deine Maustaste legst, einfach nur, dass du halt permanent abbaust, dann geht das alles in die Kiste. Guck, ich halte jetzt einfach nur die Maustaste gedrückt, ich kann, gut, ich kann nochmal cheaten. Ja, ihr seht schon, es ist schon 10 drin. So. Okay, jetzt brauche ich echt nicht mehr farmen, so irgendwo hingehen. Vom Prinzip, wenn du aufhörst zu spielen, stell dich noch, keine Ahnung, eine Stunde hin, lass das AFK laufen und dann ist das komplett stressfrei. So, warte, ich habe außerdem noch was weg. Weil so mit Redstone arbeitet, bin ich nicht so Mensch. Oh, ich eigentlich auch nicht. Mal so in dem Haus, was ich gesehen hast von mir, habe ich auf der PS3 gebaut. Ja. Und da habe ich Lampen benutzt für mit Redstone. Und das war eine Arbeit. Ich glaube, da war, glaube ich, fast 5 Stunden dran. Ups. Ja, da war die Tasse noch eingerastet. Ja, ich habe das früher auch nicht viel gemacht. Und inzwischen, man probiert halt immer mehr aus, ne? Aber vom Prinzip läuft jetzt. Man könnte hier auch noch einen Schalter machen, dass du den Mechanismus ausschalten kannst, wenn du halt mehr mit Redstone baust, damit es performant bleibt. Aber das glaube ich nicht so wichtig. Das zieht nicht so viel Arbeitsspeicher. Aber es läuft. Wenn jetzt hier noch irgendwie eine sehr gute Spitzhack hast, irgendwie mit Haltbarkeit 3 oder so, da kannst du dich halt wirklich eine Stunde dahin stellen. Ich bin ja mit Verzauber mit dran alles. Ja, du bist halt noch frisch am Anfang, ne? Genau. Ja, aber wirst ja mit der Zeit. Anfang sieht anders aus. Du kannst, ja, gut, du kannst auch Eisenspitzhacken nehmen. Erfahrungsgemäß mit, ich glaube, 20 Eisenspitzhacken in etwa kriegst du die Kiste voll. Irgendwas in dem Dreh war das. Und halt hier soll halt irgendwann mein Lager hinkommen. Ja, okay. Warte, ich gebe dir drinnen gleich deine Sachen zurück. Der Eimer war da ja. Und eventuell später mal eben eine kleine Frage an dich. Erzähl. Und zwar, ich krieg keinen Sound über den Mikrofon. So, ich krieg meinen Spielsound über mein Headset. Also, warte, du kriegst deinen Spielsound nicht aufs Headset oder das Mikrofon nicht aufs Headset? Nee. Den Sound auf Headset. Achso, weil du dein Headset praktisch direkt am Mikro eingesteckt hast. Nee, es hat doch am PC angeschlossen, da ich mich nicht nochmal höre. Ja, dann. Hä, ja, aber dann sollte es doch funktionieren. Ich habe ja ein USB-Mikrofon. Ja. Und wenn ich jetzt mein Headset am Mikrofon anschließe, ja, höre ich mich erstens doppelt durch meine eigene Stimme und dann nochmal durch Kopfhörer noch. Ja gut, meine Kopfhörer haben so Noise Cancelling, dass ich mich selber nicht mehr hören würde. Also ich muss mich auf die Kopfhörer legen und mich selber hören, weil sonst rede ich ohne zu hören, was ich sage. Wenn bei uns jetzt angenommen ein Roller kommt, ja, der offen ist, wir haben Sportvoll und alles, das höre ich sogar. Ja, ist doch geil. Vom Rewe-Parkplatz aus. Ja, ist doch super. Ich höre alles dann, deswegen. Aber sowas höre ich gern. Ich auch, weil ich fahre selber einen Roller, ja. Wie gesagt, ich hole mir dieses Jahr 100 Pro wieder ein. Ich gehe mir noch einen holen. Aber selber mit der Treppe werde ich, denke ich, mal ändern. Aber ich habe es extra so gemacht, dann ist die hier vorne, deswegen. Kannst du aber trotzdem machen, weil du kannst doch, warte mal, du hast eine Dreierbreite, ne? Du kannst auch hier so ein kleines Podest einbauen auf Eck und dann einfach in die Richtung weitergehen. Dann würdest du vermutlich. Also so ein kleiner Viereck oder was? Meinst du? Ja, vom Prinzip müsstest du. Warte, ich bin jetzt einfach frech und mach das kurz. Damit ich dir zeigen kann, was ich meine. Das müsste, glaube ich. Mehr Ideen bin ich immer bereit für das Haus. Weil das Haus braucht schon so lange. 1, 2, 3, jo. So. Ich komme nicht mehr runter. Ja, kommst du gleich wieder. Streamst du denn so heute?
Wenn ich arbeiten muss, dann grundsätzlich so bis 8. Mhm. Wenn ich mal Urlaub habe, dann Open End. Mhm. Kann sein, dass ich dann nachher nicht mehr hier drin bin. Dann bin ich mit meiner Freundin am Quatschen. Ja, ja. Bin aber cool. Dann trotzdem auf dem Server noch drin. Ja, alles cool. Also ich bin auch oft genug AFK. Da du nur schon mal so Bescheid weißt. So. Okay. Siehst du, bietet sich auch an, weil du hier ziemlich in der Mitte rauskommst. Mhm. Kannst ja hier noch so ein kleines Geländer machen oder so. Du denkst mal so einen Zaun hinmachen. Ja. Aber nicht hier runterfällt. Wie ich jetzt gerade. Und was ich auch immer fühle, ist, wenn, ich weiß nicht, ob du hier zumachst, weil du hier sehr viele Holzblöcke hast. Ansonsten immer umgedrehte Treppen dagegen. Das schaut so ein bisschen. Abgehört, Kruger bei mir. Ja. Nochmal. Du hast halt relativ viele Holzblöcke hier. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Ich verstehe gerade sehr schlecht. Okay, ich rede aber eigentlich ganz normal immer noch. Und eigentlich sollte es auch alles nochmal laufen. Jetzt höre ich das wieder. So, du hast ja hier relativ viele Holzblöcke unter die Treppe gesetzt. Hm. Weiß ja nicht, ob das irgendwie beabsichtigt ist. Ansonsten, wenn du die Holzblöcke wegmachst, einfach entgegen, also Kopf über die Treppen, hier unten dagegen. Dann schaut das so ein bisschen wie so eine schräge Linie halt aus. Ist auch mal ganz cool. Hm. Aber sonst ist schon mega gut. Schon halbautomatischer Ofen. Ja, da war ich erst bald schon gebraucht habe. Ja, auf jeden Fall die wichtigsten Sachen stehen. Sachen, die kenne ich noch gar nicht. So, jetzt warst du bei mir weg. Ich habe das Gefühl, Discord macht heute einfach generell wieder ein bisschen Faxen. Ein bisschen. Toll. Ja gut, dann würde ich mich mal... Da habe ich eventuell dann noch eine, und zwar Lager. Ja. Wie würdest du, Julien, dass ich eventuell noch eine zweite Etage mach? Ja. Und dann mach. Also ich würde es vom Prinzip sogar fast auf 4 Etagen machen. Ich würde hier Erdgeschoss, einen zweiten Stock, den Dachboden würde ich nutzen und dann würde ich es nochmal unterkellern. Weil ich bin jemand, ich brauche immer Riesenlager. Das ist aber Geschmackssache. Wenn du fragst, warum hier so... Ich zeige warum. Okay, ich bin gespannt. Au, aua. Ich vergesse immer, dass die Bären Damage machen. Ich habe mich... ...der Ding gemacht. Da... Du hakst bei mir so oft gerade ab, das ist voll ätzend. Okay. Discord ist einfach scheiße manchmal. Da kann auch noch einmal Internet liegen oder so, keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Deswegen jag ich mal kurz meinen Speedtest hoch. Jo. Au. 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 Aua. Warum tust du immer selber an? Ach, keine Ahnung, ich finde es lustig. Okay. So. 13er Ping habe ich, so 13 MS. Ist ja aber eigentlich noch human. So. Aua. Eigentlich schon. Oder liegt echt am Discord selber? Glaube ich fast. Wir haben halt einfach ab und zu mal Probleme, ne? Okay. Kann ja mal passieren. Und halt irgendwann will ich halt noch eine automatische Farm bauen. Mit Weizen und alles für Weizen und so. Ein Weizen. Ja. Ja, na okay, aber die sind ja auch relativ einfach gebaut. Das stimmt. So. Ansonsten, YouTube hilft immer. Ja, du kannst dir gerne all meine Let's Plays anschauen, da wird das auch ausgiebig gezeigt. Okay. Du musst bloß die Folge finden, weil das kann ich jetzt nicht auf Anhieb nicht sagen. Schau sie einfach alle.
Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, wenn ich mal Langeweile bekomme oder so. Oder wenn ich nichts finde, auch wenn ich was gucken möchte. Das Geile ist, wenn wir Staffel 1 dazu nehmen, sind wir inzwischen, glaube ich, bei fast 600 Folgen. Okay. Ich bin da mal gespannt bei der anderen, wo drüber. Oh, da freue ich mich so drauf. Nur gucken, wie und wo drüber. Und deine Weizenfelder sind voll ineffizient. Ich muss es sagen, wieso? Es tut mir leid. Deine Wasserquelle kann 4 Blöcke an Erde bewässern. Ja. Und du nutzt halt bloß ein. Ach so. Und das ist, du könntest halt ein viel, viel größeres Feld haben mit derselben Menge an Wasser. Okay. Also es ist ja nicht schlimm, aber ich bin da halt irgendwie komisch. Alles gut. Da ist ja eh erstmal der Anfang. Weil vom Prinzip, du kannst den hier... Oh, ups. Du kannst den noch machen, du kannst den noch machen und du kannst den hier noch machen. Okay. Und das halt in alle Richtungen. Das heißt, du könntest viel mehr Weizen bekommen. Ist ja gerade am Anfang immer wichtig. Weil man muss Kühe füttern, für Leder und so Zeug halt, ne? Mhm. Ja, da wollte ich auch als nächstes mit anfangen. Da hieß meine kleine Wasserquelle. Es gibt eine richtig geile Lederfarm. Okay. Darf ich raten bei dir? Ja, ich hätte eine fertige da, die ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt, die ist gar nicht mal so groß. Okay. Du brauchst erstmal nur 2 Kühe und du musst nur füttern, die sterben von alleine. Okay. Das ist lustig. Ich weiß nicht warum, aber in Spielen mag ich es oft, wenn Leute oder Tiere sterben. So wie ich letztens, wie letzte Woche Mittwoch. Ja, war lustig. Ich weiß nicht warum, aber ich finde sowas, schon lustig. Das Einzige, wo ich es nicht lustig fand, war bei Blair Witch mit dem Hund. Das tat mir leid. Achtung, Zombie oder Pigman-Zombie. Moin. Moin. Wo kommt der denn jetzt her? Bist du schon wieder vom Nether? Ja. Ach cool, ja. Falls du Goldnuggets brauchst. Von dem jetzt gerade oder wie? Ja. Ja, ich hab Plünderung 2 drauf. Okay, da habe ich jetzt 5. Gold. Okay, ich nehme es zurück, ich habe Plünderung 3. Ja, also wenn du noch einen Trichter und eine Truhe hast, können wir auch noch eine Kuhfarm bauen. Die ist echt geil. Muss wirklich bloß reinfüttern, dauert ein bisschen, bis er anläuft. So Truhen habe ich, habe 22 Stück. Aber dann kriegst du am Ende mit einmal komplett durchfüttern teilweise bis zu 12 Leder, glaube ich. Da musst du halt wieder 5 Minuten warten, dann machst du es wieder. Irgendwann. Okay. Dann brauchst du vom Prinzip eine Truhe, einen Trichter und einen Wassereimer und ein paar Baublöcke. Heißt ein Trichter? Jo. Eine Truhe? Jo. Und ein Wassereimer? Jo. Ein paar Baublöcke. Was für welche? Was du magst. Mir ist das egal. Wir können sie auch unterirdisch machen, dann brauchst du keine Baublöcke, dann sieht man sie auch nicht. Okay. Die ist zwar recht klein, aber ich weiß nicht, ob du die irgendwo halt einbauen möchtest. Ach ja, und einen Zaun brauche ich, aber nee, habe ich nicht dabei. Zaun, ja, sieht mau aus bei mir, Holz. Was auch geht, ist eine Glasscheibe. So, habe ich. Okay. Dann mal los. Ich hol Wasser. Dann müssen... Oder ich warte auf dich und lass dich die selber bauen. Wo möchtest du sie denn haben? Also du siehst von der Fläche 3x3 Blöcke und ich glaube, sie war 5 Blöcke hoch. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe so viel Fläche hier, weißt du? Aber ich weiß nicht, wo ich sie stellen soll. Dann. Und als nächstes will ich hier noch einen Balkon bauen noch. Oh ja. Dann lass sie einfach wieder unterirdisch bauen. Mhm. Dann ist sie zumindest schon mal nicht im Weg. Das. Mach mal am. Ist. Hier? Können wir machen. Hier so?
Ja. Da haben es dann direkt beides, direkt, damit es nicht so nah ist. So, das müsste. Komm, ich gehe noch einen Habe ich rein, gedacht. dann. Ich komme sofort eben wieder. Jo. So, dann bereiten wir hier mal schnell vor. So, das Loch brauchen wir. So, warte mal. Truhe. Trichter. Da ist auch das Wasser. Und da ist der Freiraum. Das heißt, das wäre praktisch diese Ebene, auf der wir arbeiten. Beziehungsweise, wir arbeiten nicht, wir füttern hier halt die Tiere. Schön bauen kann er es ja dann selber. Jetzt sollte er erstmal nur funktionieren. Habe ich. So, Erde brauche ich mal kurz für. Achso, dann. Jo, dann müssten wir mal kurz warten. Das geht bestimmt schnell. Denke ich. Ich hüpfe hier in der Zeit einfach rum. Und schieße mit meinem Bogen auf Dinge. Irgendwie sowas. Ich sehe halt auch einfach gar nichts. Oh, sind auch schöne Blumen. Ich bin wieder auf Sehr Land. gut, dann bin ich auch da. Okay. So, pass mal auf. Du musst. Ach komm, hau ab jetzt. Setz mal hierhin die Truhe und da drauf dann den Trichter. So, dann müssen wir hier einmal hoch. Dann setzt du auf den Block direkt über dem Trichter einmal Wasser. Hier oben direkt oder was? Der direkt Oder über dem unter Trichter. einer drunter? Also der direkt über dem Trichter praktisch. Dieser hier. Okay. So oder was? Jo. Da müssen wir hier vorübergehend mal kurz wieder zumachen. Und dann bräuchten wir eigentlich Tag und zwei Kühe, die wir jetzt da oben in dieses Loch locken. Dieses Okay. Loch ist wo genau? Hier. So, dann können wir sie von hier aus nämlich schön in die Ecke schieben. Dann gehe ich mal kurz in den Nether, weil dann kannst du nämlich schlafen und dann ist wieder Tag. Ich hätte auch eben schon ein Bett gebaut, doch Ach, eins. alles cool. Und Heuer machen. Alter, hier sind voll viele Zombies. Ja, bei mir. So, kannst du wieder reinkommen? Oh, Alter, ich wäre gerade fast in der Lava gestorben. Warum ist er nicht losgeflogen? Schon. Oh, ich bin runtergefallen, weil überall Zombies waren. Ich habe mich, ich gebe es zu, mit Creative Mode gerettet. Oh. Alter, war das knapp. Lecco fetto. Ja, ich hatte auch eine Armbrust gehabt, auch schon. Bin nachher gestorben in der Lava. Ja, ekelhaft. Ich meine, ich verbrenne zum Glück nicht so schnell. Ich hatte dadurch genug Brauchst du noch Zeit. zu essen? Außer Nee, den Weizen. genau. Weizen habe ich aber auch in der Truhe. Ja, ne, ich brauche bloß zwei. So, Ach so. sind irgendwo in der Gegend Kühe? Da Da ist hinten schon ist mal jetzt eine. einer. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Stück. Dann gehe Die ich jetzt auch wir. mal kurz Weizen holen. Oh, Ein Nashi ist auch Eschis. schon da. Ach, ich hätte ja auch eins geben können. Vorsicht, Creeper. Ach, alles gut. Dann locken wir die einfach mal bloß dahinter in dieses Loch. Das ist eigentlich das Schlimmste. Danach ist wieder super easy. Okay. Sorry. So. Hier entlang. Hallo?
Die Kuh weiß ich mir vorhin. Ja, irgendwie kann sich auch nicht entscheiden, von wem sie gefüttert werden will. So, komm mal her, kleine Mu. Ich such mal direkt die nächste Kuh. Jo. So, Bertha, komm mal ran. So, ich hab Schweine gefunden. Ein Schaf gefunden. Neshi, vielen, vielen Dank für den Host. Vielen Dank. Hallo, geh. Komm jetzt. Mach keine Faxen. Bertha, hallo. Los, hier hin. Ich glaube, ich habe nur eine Kuh. Das wäre schlecht. Weil es müssen schon Minimum 2 Stück sein. Ich habe, glaube ich, gerade noch eine gefunden. Warte, ich schaue auch nochmal. Warte. Hier ist ein Schaf. Hier sind Schafe. Das ist auch bloß ein Schaf. Oh, Cheetah, du fliegst. Ja, klar. Auf jeden Fall hast du viele Schafe hier Malzeit in der Gegend. Marcel. Moin. Moin. Du hör mal, früher warst du aber auch mal pünktlicher. Wo? Was soll ich denn machen, Lo, wenn ich so hart arbeiten muss? Warum bist du so leise? Warum bin ich was so leise? Ja, irgendwie... Ja, kann aber auch an mir liegen, wie gesagt. Windows Update und komplettes Mischpult auseinandergehauen. Ich hab ne Kuh. So, Benutzerlautstärke einfach regelt. Sag mal was? Regelt Amanak. Amanak hat voll geregelt, Wallah, ich schwöre. Wallah hat voll geregelt und so. 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 Kenny, hier. Hier ist das Loch. Hier ist das. Wir machen gerade eine Kuhfarm für den Dummy. I can't see it. Ja, ich wollte es trotzdem nochmal sagen. Du Kuhschubser. Ist tatsächlich mein Lieblings... Was würde denn mein Freund Ranjan sagen dazu? Weiß ich nicht, der wäre wahrscheinlich sehr verärgert, aber es ist mein Lieblingsachievement bei Minecraft. Cow-Tippe. Yo. Zum Nita-Portal hin. So, jetzt haben wir... Ja, die kommen halt ab und zu mal. So, jetzt haben wir das. So, dann jetzt sind wir gleich fertig. Ein paar Sachen. Ach, komm schon. Ich weiß noch nicht, wie ich die Stelle. Jetzt musst du hier nur noch füttern. Immer reinfüttern. Einmal reiner. Dadurch vermehren die sich und irgendwann sind halt zu viele Kühe in einem einzigen Block. Überflüssige sterben. Positiver Nebeneffekt, es sterben nur erwachsene Tiere, also die Babys nicht. Und das landet halt alles dann hier unten in der Kiste. Ich kann keinen mehr füttern, die sind voll. Ja, wie gesagt, es dauert eine ganze Zeit, bis er anläuft, so eine halbe Stunde in etwa. Man muss halt immer regelmäßig wieder reinfüttern. Aber dann ist die sehr, sehr effektiv. Und ich habe halt 8 davon. Hat er schon gesehen. Ja, aber es ist schön. In den 10 FPS, Gebiet. Voll gut, ne? Ey, Marcel. Ich hab gestern ein Problem mit meinem Mikrofon gehabt. Okay. Jo, ging nochmal online, ne? Handy halt leer war. Und ja, auf einmal ging mein Mikrofon nicht mehr. Okay. Und jetzt geht er wieder. Ich glaube, mein PC mag das Mikrofon nicht. Ja, du, das ist aber ärgerlich, du. Oh, hier sind auch nochmal Kühe. Hast du welche gefunden? Ich könnte Kühe gebrauchen, weil ich wollte jetzt auch ein paar in mein Gehege da reinschubsen. Oh. Halt, aber Ranjit sagt, ich mag das doch bestimmt nicht. Frag dir erstmal nach. Was? Ja, ob du das darfst. Alter, hier ich ist halt... Sehr vernünftig da rein und nicht da so rein in die Ecke gezwängt. Wusstet ihr, dass ihr hier so eine geile Wüste in der Gegend bei euch habt? Ne? Mit farbigem Sand? Ich bin nicht bei ihm im Gebiet gewesen. Also ja, doch ein einziges Mal, um zu gucken, um zumindest das Nether-Portal in der Nähe von uns da an die einzuschließen. Ja gut, aber du bist ja davon vom Prinzip auch nicht so weit weg. Ich plündere erstmal das Dorf. Alter, hier ist halt voll cool. Da ist ein Dorf? Ja. Ein Wüstendorf direkt am Anfang von so einer geilen Wüste. Ne?
Dorf hin. Gestern. Ich weiß. Ich wollte gestern zum Dorf hin. Jetzt muss ich bloß noch Kisten finden. Er hat eins gefunden. Er kann fliegen, er ist schneller wie ich. Ich hab mal die Koordinaten an. Du kannst sie dir gerne holen. Ich will bloß gucken. Du kannst sie auch in den Chat schreiben. Dann müsste ich aber an. Achso, nee, warte, kann ich ja. Stimmt, kann ich ja tatsächlich. Als Wort, dann guck mal noch was raus, was bei den Mods. Ich bin ein Held. Autsch. Auf jeden Fall. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Irgendwo im Wasser. Wo bin ich hier gelandet? Ich bin draußen. Welche? Was hat geschrieben? Achso. Alter, voll cool, ich will roten Sand haben. Aus Prinzip. Da muss ich ja voll weit laufen. Ja, ich bin jetzt gar nicht so weit geflogen eigentlich. Das ging. Aber laufen ist ein anderes. Aber habe ein anderes Problem dann. Ich muss da meine Karte haben. Sonst ist mein Haus nicht mehr. Schreib doch einfach die Koordinaten von deinem Haus auch auf. Schreib dir auch die Karte, deine normale Karte um und da kannst du dir mal eine. Okay, du brauchst keine Karte, ja. Hey, ist voll cool. Ich meine, eigentlich wollte ich zu Nashi fliegen, das heißt, ich bin definitiv falsch, aber irgendwie trotzdem cool. Ich mach mal eben. Ah ja. Schmeiß mal eben kurz. Du wolltest zu mir fliegen, warum? Einfach so. Machst du? Einmal besuchen gehen? Ja. Halt mal kurz Hallo sagen. Aber ich kann mich irgendwie nicht mehr wirklich orientieren gerade. Ich fliege mal kurz. Eigentlich brauchst du von Dominik aus nur in eine Richtung fliegen. Eigentlich schon. Ja, aber ich wusste nicht mehr in welche. Ich bin exakt in die falsche und habe halt dadurch zufällig diese mega geile Wüste gefunden. Möchtest du eine von euch auch einen Kinderriegel haben? Nee, danke. Kinderriegel bin ich raus. Kinder-Schokolade, ne? Wenn ja. Kinder-Schokobons holen, ne? Oh, Schokobons wären fett. Ich lasse die nur für zwischendurch. Weil wenn ich sie einmal bei mir habe, die sind leer. Ja, Schokobons sind geil. Oder Milchschnitte. Kurzer Leck. Ja, hatte ich auch. Cool. Weil ich dachte, aber nicht mein Internet war. Nein! Was war das denn? War das dann die Richtung? Du kannst aber auch durch das Nether zu mir kommen, ne? Ja, aber ich wollte halt ein bisschen rumfliegen. Du musst auf jeden Fall durch den Sonnen. Okay, dann bin ich jetzt, denke ich, richtig. Ja, das könnte richtig gut aussehen, weil danach kommt irgendwie Fichte und dann irgendwann... Ja, ja, ich bin schon bei Fichte. Ich weiß, da war gerade ein Bienchen. Ja, hi, du bist an mir vorbeigeflogen. Ich das bin hier bei meinem neuen Gebilde. Nee, das bin ich nicht gewesen. Guten Tag. Guten Tag. Alter, was schick. Sau schön geworden. Ach, deshalb hattest du gefragt mit den Lampen. Ja, hier habe ich immer noch das Ding. Ich wollte das irgendwie wechseln, nur irgendwie. Ich hab dich durchschaut. Aber ich weiß nicht, ich persönlich finde das mit den Treppen echt schöner. Ja, ich werde es noch ändern, weil. Hier fehlt da noch ein bisschen Deko in der im Stall. Ja, ein paar Strohballen und so, ne? Easy. Paar Strohballen, bisschen Knochenmehl auf dem Boden, zack, hat sich die Sache. Auf jeden Fall ist das auch sehr beleuchtet. Ja, aber voll schön. Finde ich gut. Gerade jetzt bei Nacht. Warte. Achso, hier. Ja, schaut schon ganz knorke aus. Also generell hier deine Gegend ist halt mega geil beleuchtet. Ich finde jetzt nur so ein paar Laternen, also Wegelaternen und dann... Sehr gut. Ist hübsch.
Und hier ist mittlerweile halt der Durchgang mittlerweile entstanden. Halt, da muss ich noch Treppen hoch machen. Ach, bei deinem Feld. Hier kannst du jetzt einfach durchlaufen in allen Richtungen. Voll gut. Geil. Oh, aber jetzt nach dem langen Flug, ich muss mich jetzt ein bisschen hinsetzen. Ah, mir tun die Flügel weh. Gleich kommt ein Creeper hinter uns. Wo? Ne, weil wir gerade Nacht haben, deswegen. Ach so, nee. Nee. Ich habe ja einen Bogen bei. Ne, alle gut. Alle gut. Nee, aber finde ich schon sehr hübsch. Freut mal. Bisschen daneben, ne? Dabei schießt man ja einfach nur geradeaus hoch. Nein, nicht ganz. Ich hätte mich fast selber getroffen. Ja, das ist bestimmt ein bisschen Wind und so. Der ist jetzt genau zwischen uns gelandet. Geil. Mein Fall. Aua. Du hast dich jetzt selber getroffen. Au. Das war aber auch wirklich Glück. Das Schöne ist, man sieht genau den Unterschied zwischen deinem Pfeil und meinem. Ja, weil deine kannst du aufheben, meine nicht. Hey. Alter. Was geht denn jetzt hier? Aber da kommen wir um den. Guck mal hier um den. Alter, was ist hier los? Guck mal hier, was da für eine Armada von Monster kommt. Okay, ich bin bereit. Wir ziehen in den Krieg gemeinsam. Nicht mit uns. Ich mag immer wieder. Du schaust aus wie ein Igel. Du siehst wirklich aus wie ein Igel. Ja, trotzdem schaust du aus wie ein Igel. Oder ein Stachelrücken. Warte, ich mach noch einen. Nee, Spaß. Lel. Ich mag immer wieder mein Lager zu gehen, ne? Ich weiß nicht warum. Ja, das ist aber auch echt geil geworden. Da haben wir uns aber recht gegeben. Auch jetzt hier mit den kompletten Fallschirmen, ey, ich finde das voll gut. Oder hättest du den Anfang sehen müssen, Dominik? Wieso? Da hat er noch mir ein Beacon noch ausgeliehen, damit ich schneller hier die Scheiße ausgraben kann. Ich hab's übrigens schon wieder vergessen. Habe ich den schon wieder? Doch, ein Stack Eisen wieder zurückgebracht. Brauchst du nicht. Immer noch. Okay. Und Kies? Hab Kies gefunden gestern noch. Brauchst du auch nicht wiedergeben, Mann. Okay. Also ich sag dir schon dreimal, das Eisen brauchst du nicht wiedergeben. Nee, wirklich nicht. Trotzdem gebe ich mir nächstes Mal wieder. Brauchst du nicht, Junge. Immer noch. Aber jetzt nochmal, wie gesagt, ich kann mir das nicht merken, ich bin ein alter Mann. Sag mal, hast du mir damals eigentlich den Beacon wieder gegeben? Ich weiß das ja nicht mehr. Doch, den habe ich wieder gegeben. Okay. Sobald ich hier den Raum ausgebaut hatte, hatte ich dir alles abgebaut und dir wiedergegeben. Ja, das ist halt schon wieder unendlich lang her. Ja, so lange. Vor allem weißt du, was auch gut ist? Ich habe meinen halben Stream schon rumgebracht, nur bei euch. Ich habe noch nichts Effektives gemacht. Voll gut. Let's Show, du kannst eine Let's Show draus machen hier. Ja, stimmt. Ich habe, wir haben ein bisschen, wir haben zumindest zwei kleine Farmen gebaut. Genau. Denk dran, zwischendurch Kühe füttern, weil sonst dauert das ewig lang. Da ja, müssen. Es ist gerade Nacht draußen. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Für mich schon, sonst sterbe ich wieder. Aber was ich in der Zeit machen kann. Verlierst du deine Sachen nicht. Hä? Weil du ja nicht in Lava stirbst. Ich muss mal kurz zum Portal. Ich bin sofort zurück. Was willst du machen? Ich muss mal kurz in die FPS-Schlacht. Ah.
Also ich lieg im Bett. Ich bin direkt im Nieder. Aua. Alter. Ich bin nicht im Bett, weil ich dachte gerade, es will Kritik geben, kurz Kühe füttern. So. Ich bin halt ohne Scheiß sanft gelandet, ohne Damage zu bekommen. Nashi? Was ist das für eine Tür? Die führt zu Dominik. Okay, das ist gut zu wissen. Den Weg werde ich mich auch noch brauchen. Aber du hast gestern gemacht, ne? Glaube ich. Ja. Mal eben schon. Mal eben. Gestorben bin ich, aber macht nichts. Ja, easy, ne? Gehört dazu. Aber so wie ich jetzt, seitdem ich jetzt hier drauf bin, gestorben bin ich unnormal. Nee, passiert mir ständig. Aber du musst unbedingt im Nether dein Portal ein bisschen sichern. Da fällt man viel zu leicht runter. Du musst ja auch so einen Raum bauen oder so. Ja, wenigstens eine Wand dahinter, dass man nicht irgendwie, wenn man da gegen Mobs kämpft, sofort runterfällt. Das war echt... Das kann Karl, hast du halt nicht mittlerweile was von Minimobs mal wieder was gehört? Ja, tatsächlich gar nicht mehr, ne? So, sollte ja Dings suchen gehen, ne? Alter, ruckelt das. Wolltest du ja. Wolltest da ins Dorf? Ich habe es gefüttert gerade. Nee, ich habe aber auch schon wirklich ewig nichts mehr gehört. Leider. Auch hier im Discord. Ich meine, sie antwortet dir ab und zu, aber das war's dann auch schon. Alter, ich muss hier mal kurz. Das ist ekelhaft. Masse. Ja. Woran könnte vielleicht liegen? Weil du hast ja auch ein USB-Mikrofon. Oh, besser. Ja. Wie kriege ich meinen Sound über die Kopfhörer in Minecraft? Weil ich habe ja mein Headset ja über PC jetzt laufen. Ja. Dann. Ja. Und ich kann immer noch nicht den Sound hören. Nur über die Boxen. Über mein Soundsystem. Ja. Tust du als Mikrofon, also Eingabe, tust halt Mikrofon auswählen. Mhm. Und als Ausgabe halt wie heißt das? Halt? Ich weiß es hast nicht. Du, was für ein Stecker hast denn du bei deinem Headset? Klinken. Klinken müsste halt eigentlich dieses Spielcheck oder wie der Scheiß heißt. Ja. Aber mir steht der Mikrofon sowieso. Steht bei mir. Später machen. Muss er nicht jetzt machen. Achso, warte, ich wollte backbar. Dann. Miau. Braucht immer eine Katze? Braucht einer irgendwie Schnee? Bei Ausgabegeräten steht da bei dir Lautsprecher in Klammern Realtek Air Audio. Moment. Ach, so. Bei den Windows-Einstellungen. Nein. Was steht da alles? Headphones 3 High Diffusion Audio. Ja. Steht da ja. Und dann halt Diffus. Das heißt nicht Diffus, sondern Default. Okay. Aber das Headset müsste das die Headphones müsste das sein, manche Kopfhörer ändern dann das Realtek in sich selber unpraktisch. Ja, aber das müsste eigentlich der Headphones sein, dieses. Dann setze Minecraft einfach auf Headphones. Sag mal, ihr habt doch irgendwo noch. Irgendwo habe ich doch noch was gehabt. Was denn? Etwas. Warte. Nicht gucken. Minecraft selber kann man nicht einstellen, ne? Ah. Über welches. Scheiße. Oder? Keine Ahnung. Aber ja doch, wenn du, wenn du Minecraft offen hast, kannst du dein, ach sag's mir. Bei den erweiterten Audioeinstellungen kannst du Minecraft-Ausgabe auf, halt nochmal separat auf Headphones machen, statt Default. Du kannst jedes Programm separat belegen. Ach so, du meinst, Das könnte vielleicht helfen. Vertrau mir, ich hatte auch die Idee für Bananas in Pyjamas und ich bin vom Kundensupport.
Im Zweifelsfall einfach den Rechner nochmal neu starten. Nix. Ich arbeite nicht im Callcenter. Das ist mir von Ranjet. Boah, das wäre eigentlich voll mein Job. Callcenter? Ja, Mann. Ja, hören Sie mal, haben Sie das Gerät schon mal neu gestartet oder so? Das ist immer die beste Ausrede oder so. Haben Sie schon mal neu gestartet? Neu gestartet. Überall heißt das Neustarten. Ja, Standard. Ich muss einfach mal essen gehen. Mach das. Hau rein. Ich komm gleich wieder. Ich gehe auch gleich in die Pause. Ich mach nur noch etwas. Gesundheit. Genau. Da kickt der Heuschnupfen wieder. Ich verstehe das. So. I know, what do you make? Du weißt gar nichts. Meine Perre. Ja, wenn dann schon ganz dreckig mit Schleichwerbung, ja? Willst du nicht erst verzaubern, dann Reparatur draufklatschen? Nee, will ich tatsächlich nicht. Oder ich kann's verzaubern, weil du hast noch neun Level gerade. Nee, will ich tatsächlich eigentlich nicht. Okay. Weil er kann's nicht nochmal verzaubern, ne? Doch, mit Büchern. Ja. Das finde ich viel lustiger. Mach. Meinst du, dann könnten unsere Bücher mal weggehen? Zum Beispiel. Dass unser Bücherschrank leer wird. Wobei ich... Die Bücherregalen sind so voll, kaputt. Ich muss sogar dazu sagen, ich habe gar keine mehr. Ich hab die irgendwann mal alle aussortiert und weggeschmissen. So, ich habe aber noch welche. Beziehungsweise nicht weggeschmissen, ich habe die hier, ne? Disenchanted und XP abgegriffen. Hm. Wie so ein Räudiger. Am Schläfstein. Jo. Doch nicht. So, dann kann ich jetzt hier gleich Grafik wieder hoch. Ah, viel besser. Ich weiß gar nicht, wie viele Junks ich spiele. Ich finde es halt lustig, ich kann wirklich überall auf diesem Maximum. Überall. Nur nicht zu Hause. Ich habe auch auf 48 Junks. Lul. Lul. So, dann. Moin, ich stell mich irgendwo AFK in deine Bude, ne? Ja. Weil ich will jetzt nicht extra auf den Berg hoch, ich will mich nur irgendwo AFK stellen. Ach, weißt du was, ich stell mich AFK auf deinen Balkon. Ich genieße die Aussicht auf den Brunnen, das ist geil. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns... Hallo Maus, hör auf. Wir sehen uns nach der Pause wieder. Bis... Dann am besten in die F2-Ansicht. Nein, F1, sorry. Ja, ist ja nur für mich. Das Stream kriegt ja eh den Pausebildschirm, ne? Gut, dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich gehe mal hier aus dieser wunderschönen Ansicht wieder raus. Und fliege mal davon. Auf und davon. Müsste, glaube ich, diese Richtung sein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Tessie. So, Fackel weg. Die brauchen wir gerade nicht. Manchmal mit den Shadern ist es ohne Fackel tatsächlich so viel schöner als mit. Selbst die Nächte sind echt sehr hübsch geworden. Wo ist denn jetzt dieser blöde Sumpf? Bombe, ne? Richtig Bombe.
Hier ist ein Meer. Das sollte doch ein Sumpf sein. Oder bin ich etwa schon wieder falsch? Nee, die Richtung müsste eigentlich passen. Somebody give me a high. Alter, was ist denn das hier? Hast du zufälligerweise auf dem Meer gebaut? Hä, hey, was ist denn das hier? Hier ist eine riesen Plattform einfach im Meer. Hä, lul? Hier sind auch unnormal viele Bücher. Ich mich mal. Das ist gerade Nacht, schlecht. Was? Warum sind hier so viele Bücher? Das ist auch gar nicht mal so weit weg von dir. Du wohnst in dieser Richtung. Ich kann von hier aus dein Haus noch sehen. Kannst mein Haus noch sehen? Ja, wenn du die maximale Sichtweite hast, alles was ja, du bei mir überflogen musst du lernen, ja genau. Nee, bei dir lädt das auch nicht mehr, weil ich dich her teleportiert habe. Du bist den Weg nicht selber gelaufen, der speichert sich. Aber da drüben so. Ist dein Haus. Auch gar nicht so weit weg. Hey, okay. Was ist denn das? Ich meine, das habe ich schon mal gesehen gehabt, aber da sagtest du, das wäre von links gewesen, von Könnte, ich weiß es nicht. Weißt du was, ich nehme einfach mal zu, ne? Ja, ich nehme einfach mal ein paar Bücher mit. Ja, da, wenn das von ihm ist, der hat sowieso meistens Bücher bei mir geklaut. Vielleicht sind das deine Bücher, wer weiß. Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, Melonenscheiben, gönne ich mir auch ein paar. Scheiß drauf. Ja, aber... Ich wollte doch eigentlich... irgendwo ganz anders hin. Soll ich dich wieder zu dir teleportieren? Nee, warte mal. Obwohl, ja, kannst du nicht machen. Ich brauche eh ein bisschen, bis ich da bin. Wobei, ich brauche gar nicht so lang. Das dürften so... Was soll das hier sein? Zwei Raketen sein. Ja, vielleicht eine Meeresbase? Kann auch ganz cool werden an sich. Dass doch niemand irgendwie immer auf die Idee kommt, mal Schilder zu schreiben, ne? Ja, das sollten wir uns vielleicht für die Zukunft angewöhnen. Auf jeden Fall merken. Ay, caramba. Ich dachte, ich fliege gerade. In welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich dachte, ich müsste da lang. Wo lang? Zum Dominik. Ich dachte, ich muss nach da, aber da kommt dann diese Meeresinsel. Ne, in die Richtung. Echt jetzt? Alter, wie dumm bin ich denn? Wie kann ich so dumm sein? Nee, nicht. Ich fliege jetzt einfach Richtung aufgehender Sonne. Oh, voll schön. Ja, das ist wirklich schön. Da müsste dann irgendwann auch der Sumpf kommen. Also erst der Fichte, dann der Sumpf. Ja, jetzt kommt Fichte. Halt echt. Irgendwie hat mich das sehr hart irritiert. Ich hab's gemerkt. Hier ist ja auch nochmal ein Haus. Wo? TP. Auf dem Weg zur Fichte. Hier ist mein Creep explodiert. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, was das ist. Ja, aber dann muss ich dich ja wieder zurück teleportieren. Nee, mach kannst nicht. Dann laufen. Ich lauf zurück. Was ist das denn für eine Fichte, Junge? Das ist eine Eichenfichte. Ich meine an sich, Grundprinzip ganz hübsch, ne? Dass auch niemand hier irgendwelche Schilder oder Namen macht oder so. Oder hier baut jemand oder hier wohnt jemand. Irgendwie so Grundstücke werden wir uns, glaube ich, zukünftig einzeichnen. Auch dann vielleicht auf der Karte mit farbigen Bannern, einfach dass sie nur markiert sind, dass man weiß, wer wo ist. Dass man auch hier so sein Gebiet dann halt, also sein Gebäude so eingrenzt mit Zäunen oder so. Hier drüben ist ein Pillager-Turm. Ach, weißt du was, ich bin gerade in Mordlust. Ich komme mit, ich greife von unten an.
Hier sind Kürbisse. Gönn dir. So, bin drin. Da müssten doch eigentlich auch Truhen sein, oder? Hm. Ich war hier, glaube ich, schon mal. Hier waren gerade auch extrem viele Erfahrungspunkte. Ja, definitiv. Das ist das Haus vom, also das erste Haus vom Nico. Auf dem Turm stand ich sogar schon mal. Okay. Das heißt, du musst in die Richtung und ich... Da hinten sollte dann der Sumpf sein. Ich schau mal kurz. Hier ist ein Dorf. Nee, das kann es nicht sein. Ich glaube, die... Bist du sicher, dass das die richtige Richtung ist? Jetzt bist du wahrscheinlich davon abgezogen. Nee, es ist immer noch die Richtung. Habe ich extra drauf geachtet. Ich meine, hier ist immer noch Fichten. Ja, ein bisschen, bisschen weiter nach... Hier ist ein Birkenwald. Ja, nach links. Ich glaube, in die Richtung wir nämlich fast erst spawnen. Alter, wie viele Pillager sind denn mittlerweile hier? Ja, die sammeln sich dann. Nee, hier ist ein Schwarzeichenwald. Sehr, sehr komisch. Nichts Sumpfiges. Also so gar nichts Sumpfiges. Ich komm mal zurück. Wie weit die mir folgen? Sind mir am Arsch? Na, wenn die dich einmal haben, bleiben die, glaube ich, am Arsch kleben. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Da bin ich wieder. Schön. Das ist voll cool, weil dann kann ich mich einfach zu dir teleportieren. Das macht einiges einfacher für mich. Wie, du willst mich zu mir teleportieren? Ich bin aber nicht mehr im Haus, ne? Das ist wurscht. Moin. Wow. Das Ding ist, du hättest ja auch einfach durch mein Nether laufen können. Ja, wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich hinfliegen, aber das war halt... Okay. Wenn wir zu dir nach Hause kommen, kann ich dir die Richtung sagen. Wenn du zu mir nach Hause musst, so da, wo ich gerade hingucke, einfach geradeaus durch. Okay. Dann. Ich habe nämlich etwas für deine Wüstentour. Wieso? Einfach so. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Keine Ahnung, ich laufe einfach. Irgendwann muss ich es hier wohl finden, oder? Ja. Genau in diese Richtung. Achso, dann kann ich aber. Jetzt, ja. Aber dann kann ich bei dir bleiben. Eine neue Insel. Ich fliege einfach schon mal vor und erwarte dich. Ich will auch gerne fliegen. Dazu bräuchte es nur eine Elytra. Ja, wir können. Wir waren auch schon lange nicht mehr irgendwie actionmäßig im End unterwegs. Ich müsste mal wieder eine Festung raussuchen. Hm. Weil ich habe halt schon einige davon geplündert. Aber mit Eisenrüstung ins End gehen? Nein. So, ach, hier sind wir schon. Hast du gefunden? Jo. Bitteschön. Ich spreche von, wenn man so eine Karte hat, ne? Zwar nicht mehr exakt dieselbe Stelle, also ich weiß gerade noch nicht genau, wo das Dorf ist, aber zumindest die... Du bist schon da. Natürlich. Aber und zumindest... Ich sag jetzt, ich laufe gerade verkehrt. Kommt drauf an, in welche Richtung du gerade läufst. Ich laufe gerade einfach nur geradeaus. Ja, müsstest du mit deinen Koordinaten schauen. Aber wo war denn... Ach, da ist das Dorf. Okay, hab das Dorf gefunden. Aber das ist uninteressant, da war nichts. Glaube ich. Warte mal, die Häuser hier habe ich noch nicht abgeklappert. Aua. Keine Kisten, aber schöne Betten. Wie komme ich denn jetzt eigentlich bloß hinten rum? Ich laufe mal einfach und laufe. Guck mal, was da rauskommt. Das ist einfach voll gut hier. Ich will für immer hier bleiben. In der Wüste? Ja, halt in so einer Wüste, aber das Dorf ist halt echt langweilig. Ach so. Leider. Ein paar Dorfbewohner, also ein paar Bauern, aber sonst... Ich bin jetzt wieder in Schneebio.
Ja, das kann sein, da kommt nochmal so ein Schneeberg dazwischen. Manchmal wüsste, wie weit er von meinem Haus entfernt ist. Ja gut, ich meine, die Koordinaten, die gehen direkt in das Dorf. Also, wenn du dahin läufst, bist du sowieso da. Ach, da ist auch noch ein Haus. Warte mal kurz. Ich hab doch die Karte, ne? Auch nix. Okay. Ich kann dich doch nicht finden. Hier ist ein kleiner Brunnen. Eigentlich eine wirklich coole Kombination. Es ist diese, ich glaube, hieß es nicht Mesa? Warte mal, wo steht's denn? Biom, 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 Biom. Achso, Badlands. Von mir aus. Vielleicht sind es auch die Goodlands, ich weiß es nicht. Dann haben wir direkt einen Schwarzeichenwald dabei. So eigentlich. Was, Alter, was ist denn mit dir falsch? Nimm den Kopf aus der Decke. Ich bin nicht hier, um Dorfbewohner zu retten. Vielleicht. Ich habe auch das Gefühl, der will sich gar nicht wirklich retten lassen. Der ist halt einfach ein bisschen dumm. Ich muss aber noch meine Kühe füttern. So. Kommst du da? Ich bin aber jetzt schon, So, kommt raus. 87 Meter entfernt von mir. Dann kannst du es nicht mehr. Es sei denn, du läufst zurück. Aber es lohnt sich, hierher zu kommen, weil du kriegst hier sehr viel Heu. Es bringt mir da, wenn ich das hier finde. Und du hast doch die Koordinaten, musst doch bloß zu den Koordinaten laufen. Ja, ich habe es den Minimap, da kann es euch eigentlich sehen. Auch. Eigentlich. Aber viel einfacher wäre es, einfach zu den Koordinaten zu laufen. Ich mag die Koordinaten, ich kenne mich damit nicht so richtig aus. Oh, ups. Ich hab Steine gefunden. Steine. Lol, wo bin ich jetzt hier? Moin. Wenn du auf einmal nicht mehr weißt, wo du bist, dann hat sich jemand teleportiert. Nee. Ja. Was ist mit dir? Hä? Mit wem? Dankeschön. Ja, gerne. Reparatur ist schon drauf, deinen restlichen Zauber musst du halt selber machen, was du magst. Alles gut. Willst du ja meine Eisenrüstung haben? Nee. Nein, danke. Okay. Kannst halt jetzt die Rüstung nicht mehr im Zaubertisch machen, sondern bloß noch mit Büchern. Ich kann sofort eben irgendwas machen. Okay. Sie nicht mal zu Ende reden lassen, weißt du? Ja, wirklich, ne? Total unhöflich. Ich glaube, den kick mal einfach. Ich bin da rigoros. Weißt du, wer mir so kommt, das kann ich auch. Ach super, es wird wieder Nacht. So, ich muss doch da irgendwie bestimmt hochkommen. Moin, Nörmel. Du verfickte Bissscheiße. Ich will da hoch. Ich schwör bei Gott, ich raste gleich aus. Ja, okay, das war jetzt super dumm. Ach, jetzt kann ich gar nicht mehr schnell, weil ich habe ja Hunger. Wo ist... Ach, da ist mein Brot. Ey, hat mir nicht letztens erst geschlafen? Gefühlt schon, ne? Diese Mistviecher.
Lol, aber einfach One-Hot. One-Hot. One-Shot. Ist ja fast dasselbe. Jetzt geh da hoch, du behinderter Kackpenner. Jawohl. Kriegst mich nicht. Nein. Stopp, stopp. Ich finde zu Hause nicht mehr. Das ist super. E.T. nach Hause fliegen. Ich bin, ich bin obdachlos. Ich weiß ja nicht, wo ich wohne. Ich auch nicht. Ich bin auch obdachlos. Soll ich dir schnell eine Brücke bauen? Pappkartons gibt's leider nicht. Ja, aber ich kann ja den Domi jetzt auch nicht hier alleine lassen. Das wäre irgendwie voll... Ich meine, er steht safe, ihm kann nichts passieren, aber... So grundsätzlich wäre das nicht nett. Cool, es regnet nicht, aber im Boden sieht man trotzdem die Pfützen. Das ist geil. Alter. Wo ist das scheiß Phantom? Alter, wie viele... Ich bringe euch alle um. Nummer 1. Oh, Phantomhaut. Komm her, du Pissbirner. Du einfach die Spinnen bei mir One-Hit sind mit meinem Bogen. Voll heftig krass und so. Mit meinem Bogen sind auch die Phantome bei mir One-Hit. Voll cool. So, zweimal Phantomhaut. Wofür braucht man eigentlich die Phantomhaut? Grundsätzlich, um die Elytren zu reparieren. Was aber halt hinfällig ist, wenn man Reparatur drauf hat. Okay. Ich nicht nach Hause finden. Ich weiß von hier aus genau, wie ich zu dir komme. Also zur Not werde ich dich auch nach Hause bringen. Aber dann wäre halt der Domi hier komplett allein. Hier ist Lava. Geil. Ich kann mir wenigstens warm halten. Und zumindest frierst du nicht, ne? Wenn du reinspringst, bist du auch ganz schnell wieder trocken. Das stimmt. Ich sollte das ja aushalten, ne? Mittlerweile. Ja, man muss das ja alles nur irgendwie positiv sehen. Werde ich jemals wieder nach Hause finden? Das habe ich mich schon sehr oft gefragt. Okay. Alter, wie viele Spinnen hier sind. Aber es ist halt auch einfach mal mega schön. Ich bin nicht mehr nach Hause. Okay, ich bring dich schnell nach Hause. Ach, chill. Bisschen rumreisen hier. Ja, ist ja bei mir auch entspannt. Ich flieg ja eh. Ja, du fliegst. Ich flieg höchstens auf die Fresse. Fühl ich? Weil ich bin aus dem Shadow raus. Gesundheit. Ich musste dich einbauen, weil es ist Nacht. Ach so. Ich musste ihm kurz was raus verteilen. Deswegen war es mir kurz weg. Ja, ja, kein Stress. Weil ich mit meiner Freundin telefoniere. Dann. Ich bleib aber noch weiter Minecraft dran. Ja, ja. Was? Alles klar, Tommy. Tschüss. Ciao. Wollen wir Wetten abschließen, er findet nie wieder nach Hause? Ich sehe Licht. Was ist das für Licht? Was so Lava. Was aus dem Berg rauskommt. So, eigentlich hier in der Gegend müsstest du dann gleich wohnen. Wo bin ich hier überhaupt? Du, das weiß ich auch nicht. Ich bin ja mal ganz falsch.
Den Kopf mache ich nicht. So, hier ist nochmal Lava. Ich bin 602 und minus, also minus 600. Wow. Für 8. Minus 240. Aber ich könnte doch eigentlich auf die 0-0-Koordinate erstmal hingehen. Jein, die stimmt aber nicht ganz. Ja. Du kannst auch einfach noch ganz kurz warten, ich bin nämlich gleich bei dir. Dann, müsste. Hoffe ich. Da ist Lava, die aus dem Berg rauskommt. Hier sind Alpakas. Ich war vorhin auch bei Lava, die aus dem Berg rauskommt. Hier ist schon wieder ein Sumpf. Okay, ich glaube, jetzt habe ich mich auch verirrt. Warum? Wäre auch ganz nice, wenn es mal Tag wäre hier. Ja. Und nicht mal pissen. Achso, das ist ein Baum. Mhm. Ich sehe auch Bäume. Sekunde. Ich frage mein schlaues Buch. Ich hoffe, ich habe... Das Problem ist, ich glaube, ich habe deine Koordinate gar nicht aufgeschrieben. Nee, aber... Ah, ich kann das ja anders machen. Ich habe ja noch von jemand anderem die Koordinate und der war ja praktisch dein Nachbar. Ja, moin, ich bin halt mal dezent in die komplett falsche Richtung geflogen. Und ich habe auch bloß noch 5 Raketen. Das wird eng. Ich muss jetzt sehr, sehr viel im Gleitflug schaffen. Weißt du was? Es ist Tag. Jo. Ich will irgendwie schon ein bisschen sehen, wo ich hinreise. War schon nervig, ne? Ja, dezent. Ja, aber ich dachte eigentlich, ich bin hier richtig. Aber ich war halt einfach mal extrem falsch. Was mit ihm los? Nö. Ich bin ein Cheat-Monster. What the fuck? Man. Bei ihm stürzt er manchmal irgendwie einfach mal Minecraft ab. Ja, ich hab davon gehört. Okay, ich hab nur noch 2 Raketen. Wahrscheinlich, weil er sich sein Minecraft wieder kaputt gemacht hat, weil er irgendwelche Mods wieder reinklatschen musste. Möglich. Ich habe noch 2 Raketen für 1000 Blöcke. Geh mir manchmal so auf den Sack mit seinen Mods. Kacke. Ja, ich meine, manche sind ja sinnvoll. Ja, aber wenn dann sowas ist, also, ne? Ja, wenn es dann schon ständig abkackt ist, halt blöd. Ist nicht gerade der Beste. Ja, dann sollte man das gegebenenfalls lassen. Der muss die meisten Spiele schon auf der Grafikstufe niedrig spielen. Also was Schönheit angeht. Ach ja, damals, das waren noch Zeiten, du. Moin. Moin. Du brauchst eine Landebahn. Eine mittelalterliche. Wolltest du mich irgendwie hier runterschmeißen? Nein, ich wollte einfach nur, dass du die Aussicht auf dein Reich genießen kannst. Ich finde die Aussicht hier sehr schön. Weil ich bin gerade nämlich weitergelaufen. Gelaufen. Oh, das wäre blöd gewesen. Wirklich jetzt. War... Soweit habe ich nicht gedacht. Manchmal bin ich zum Glück, dass es manchmal laggt bei mir. Also, was heißt laggt, dass er bei mir dann gar nichts macht, wenn ich manchmal, wenn er dann bei mir lädt. Finde ich schon manchmal ganz angenehm. Kann praktisch sein, ja. Aber schön hier, ne? Ja. Schöne Gegend. Aber was heißt schön hier? Wenn man das jeden Tag sieht, ist es schon normal. Deswegen, das ist,
Ich wäre dafür, dass du hier bloß dieses Stückchen Fichtenwald rodest und da eine mittelalterliche Landebahn anbaust. Mit eine mittelalterliche Landebahn? Ja klar, damit ich da sicher landen kann mit Funkverkehr und Landerlaubnis. Wo? Ne, hier so. Da ist Platz. Eine mittelalterliche Landebahn. Na, ja, modern würde halt vom Stil bei dir nicht reinpassen. Wie soll ich hier, was für eine Landebahn, so richtige Landebahn? Na, ja, irgendwo, wo ich schön hier so Deni machen kann. Fupp. Nicht gesehen. Warte, ich komm da mal hoch. Hast du zufälligerweise eine Kiste einstecken? Nein. Warte, ich komme sofort wieder. Hallo? Jetzt. Mir passiert nämlich manchmal, wenn ich zu dir fliege, ein gewisses Malheur. Ein sehr, sehr unangenehmes, wie ich meine. Krass, warum habe ich zwei Armbrüste? Brauche ich überhaupt nicht. Aber die brauche ich. So. So, mal angenommen, ne? Hallo, Kiste geht zu. Danke. Ich komme jetzt so zu dir geflogen. Im Landeanflug. Und dann halt voll hier so dagegen. Und dann bin ich tot. Also ich brauche eine 7 Kilometer lange Landebahn. Seitlich beleuchtet mit Funkverkehr. Kriegst du das hin? Ja, ne? Stressfrei. Ich möchte jetzt kein, ich möchte dir jetzt keinen Druck machen oder so, aber doch eigentlich schon. Später. Nee, war Spaß, um Gottes Willen, hör auf. Lass das. Verschandel dir nicht die Gegend. Das Wetter hat sich auch dagegen entschieden. Ich bilde mir ein, wenn man das Wetter per Game Mode ändert, fängt es halt instant einfach wieder an. Ah, kein Mensch. Das kann nicht nur Einbildung sein. Warte mal, ändert sich. Ich kann pennen legen. Ja, warte, ich bin sofort im Nether. Ich hoffe, er pennt auch. Schreib doch einfach, dass er schlafen soll. Wie kannst du das pennen? Nee, du, das kriege ich nicht hin. Da muss ich erstmal auf Schulung. So, ich bin dann im Nether, also ihr könnt pennen. Lauf jetzt wieder ruck. Er hätte ja rein theoretisch auch in dem Dorf schlafen können. Rein theoretisch. Oh, ich sollte aufpassen, ich bin fast tot. Hui. Hier erstmal schnell ein bisschen Brötchen essen. Uiuiui. Das war voll dumm von mir. Jetzt mach ich mal was ganz Großes. Okay, der ist schon wieder drauf. Was wolltest du? Ich wollte schreiben, während er verlassen hat. Während er verlassen hat, kannst du wieder. Ja. Finde ich nett, dass du ihn da auch extra nochmal drauf hinweist. Aua. Und halt auch wirklich sehr rücksichtsvoll, ne? Ist nett. Ob er es lesen kann, ist so eine andere Sache, ne? Ja, darum geht's ja nicht, ne? Aber der Wille zählt. Der Wille war da. Alter, jetzt ist da ein Riesengas direkt vor mir. Was soll denn das? Bogen. Ist gerade ganz schlecht. Ich muss mal. Oh, scheiße. Portal aus? Nee.
Oh, ich sterb. Gleich. Diese Piglins sind stark. Diese Piglins sind tierische Hurensöhne. Möchte ich mal angemerkt haben. Oh, das ist gut. Na, ein Glück habe ich bei keinem von euch geschlafen. Weil ich bin ja auch direkt vor meinem Portal gestorben. Das ist... Also manchmal, na... Das Spiel ist schon geil. Moin! Unterlassen Sie das bitte. Wäre wirklich... Lol, der hat seinen Landsmann umgebracht. Du Ehren... Leck? Hallo? Du ehrenloses Monster. Was war das denn jetzt? Übel, der Leck. Bei mir nicht. Das... Habe ich noch alles? Nicht, dass ich... Ja, voll. Ja, klar. Ja, klar. Habe ich noch alles? Wenigstens das Wichtige. Jetzt dachtest du, jetzt trennt sich schon die beiden Sachen, Streaming und Gaming, weißt du? Ja, und ist immer noch Leistung Kacke. Also wirklich. Doch absolut zum Kotzen. Also wie man sowas noch supporten und anschauen kann, wirklich unbegreiflich. Weißt du, dann wird sowas empfohlen, weißt du, dann macht man das und dann ist auch wieder Kacke. Ja. Absolut ekelhafte Aktion. Oh, endlich wieder zu Hause. Eigentlich wollte ich heute einen Hühnerstall bauen und das Bauernhaus. Geschafft haben wir davon effektiv nichts. Also ein richtiges Hühnerhaus für die? Ja, hätte ich irgendwie Bock drauf. Mit so einer Blockgröße, Eingang als Eingang. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist voll cool. Und mit einer Falltür. Kommen die da noch durch, wenn eine Falltür da ist? Dass ich praktisch. Boah, das muss ich ausprobieren. Aber die kommen halt durch einen Block durch. Ja, das schon. Alter, voll die gute Idee. So weit hatte ich... halt noch so ein kleines draußen Gebiet halt, so ein kleines... Ja, ja, ja. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber das ist gut, das mache ich. Hör mal, da habe ich in Geil mal so eine Idee. Ey, super. Voll geil. Ja, wie gesagt, dieses dekorative Bauen liegt dir einfach mehr. Ich bin immer so, ja komm, hier hast du einen Zaun. Sei doch nicht so. Ja, ich bin da eher. Ich bin ja so, weil ich habe keinen Bock zu laufen gerade. Zu mir? Nee, ich habe keine Raketen. Auf. Ich bin wieder zu Hause, ne? Also hier Skyblock-mäßig. Mhm. Ja. Ja, okay. Ist okay? Ja. Sorry, du Model. Hi. Warte mal, mache ich, glaube ich. Der Baum muss weg. Sieht aber auch geil, so ein Glashaus. Ja, ich wünschte halt, es gäbe irgendwie Glastreppen oder sowas. Weil dann wäre das echt... Türen. Ja, auch. Einfach, dass man wirklich ein richtiges Gewächshaus bauen kann. Das würde ich fühlen. Aber leider nicht. Das ist ja erstmal Mojang anschreiben und dann sagen sie 1,18. Ja, safe. Ich meine, Glas hat ja schon einige Updates bekommen, ne? Früher konntest du auch keine Schienen drauf bauen. Ja, aber das ist ja nur die Kompatibilität. Genau. Ja, aber ist ja schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und wie gesagt, ich wäre halt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, immer noch tierisch für so ein Essens-Update. A la Pam's Harvest Craft. Das war halt gut. Da hätte ich schon... ordentlich Lust drauf. Schauen wir mal, ob das was Hübsches wird. Wenn nicht, ist mir auch egal. Ja, ist ja. Schaut sich ja eh keiner an. In deinem Haus waren Skelette. In meinem oder in dem Bauernhaus jetzt? Bauern. Ja, da ist noch nicht ausgeleuchtet. Da ist manchmal auch wirklich Party.
Deko ist da nicht so am Start. Nee, noch gar nicht. Ich hab letzten Stream ja bloß dieses Grundgerüst soweit erstmal gebaut. Ist ja noch nicht mal fertig. Klar. Na, sehr gut. Ne, alles klar. Somebody give me a hiya. Hiya. Bye. So. Alter, schon wieder alles voll. Ja, inzwischen bin ich ja leider komplett alleine hier oben. Minimaus ist ja, wie gesagt, momentan nicht da. Das heißt, sonst passiert hier nicht mehr viel. Ein bisschen schade. Ich will keinen Bock, das jetzt alles zu sortieren. Das brauchen wir. Das hier. Und das hier. Entweder die spawnen sie oder wir sammeln sie wieder auf. Ist egal. Brauche ich nicht. Oh, ich bin so doof. Ich habe das Wichtigste vergessen. Natürlich. Ich brauche doch noch Zäune. Dung. Keine Zäune. Armbrust ist. Weißt du was? Dann nehme ich lieber die Phantomhaut mit und lasse die Armbrüste hier. Er hat Brüste gesagt. Ich höre dich mal kurz nicht. Ja, ja, ist mir egal. Ich laber sowieso bloß Müll, von daher muss man nicht unbedingt gehört haben. Vielleicht ist es auch besser so. Ich muss einmal kurz raus. Yo. Ja, mal kurz was gucken. Einmal weggucken. Tu das. Geil, als hätte ich es abgezählt. Eigentlich wollte ich es ein bisschen anders machen. Aber naja. Mach's auch anders. Die Hühnchen brauchen nicht so viel Platz. Die können wir gemütlich auf einen halben Quadratmeter einsperren. So. So. Mal schauen, ob die da durchkommen. Dann hätte ich hier drin nämlich auch gerne nochmal. So, dann kann ich hier den Boden austauschen. Und eigentlich wäre es dann soweit fertig. Gut, das Dach muss noch drauf. Das können wir aber auch zum Schluss machen. Das hetzt nicht so. Ach, warte, hier brauche ich auch noch Zäune. So. Gut, dann können wir jetzt ein paar Eier schmeißen. Eier! Oh, naja. So, Hühnchen Nummer 1, Hühnchen Nummer 2, Hühnchen Nummer 3. Läuft. Voll gut. Okay, das Huhn habe ich durch die Wand gebackt. Kann mal passieren. Okay, Babyhühner passen hier auf jeden Fall durch. Das ist schon mal ganz geil.
So, du wirst leider nächsten Morgen nicht erleben. Das tut mir nicht so leid. So. Ach man, ich will doch einfach nur in Ruhe schlafen, Kackzombie, verpiss dich. So. Ah, einmal kurz kratzen. Oh, ja. Dann können wir jetzt eigentlich noch das Dach machen. Dann wäre der Hühnerstall fertig. Ich hoffe halt, die passen da auch noch durch, wenn sie ausgewachsen sind. Das wäre sehr schön. Aber ich glaube schon, aus irgendeinem Grund, wenn die unter der Falltür durchlaufen, fangen die immer das Hopsen an. Das ist mega behindert. Warum tun die das? Weiß ich nicht. Hör mal, seid ihr irgendwie dumm? Bist du dumm? Oder bist du dumm? Vielleicht bist du dumm? Ich glaube, die sind einfach alle dumm. Scheiß drauf. So, dann das Dach. Sag mal, hast du jetzt aber ordentlich Brand gehabt, oder? Krasser Typ. Somebody give me a hire. Hire? Falsch. Da muss mehr Emotion. Das kann ich nicht, weil ich habe keine Emotion. Das muss lauter, tiefer, fester sein. Oh nee, dann übersteuert das Mikro wieder so. Stabi. Erstmal mit dem Fahrrad auf der Autobahn. Ey, mach ich immer. Wo denn sonst? Ja, wo soll ich denn sonst Fahrrad fahren? Hast du dir mal unsere Radwege angeschaut? Das ist unmenschlich. Auf der Autobahn hast du richtig guten, sauberen Asphalt. Manchmal. Also eigentlich nie, aber Wunschvorstellung. Vielleicht fährst du dann auch 120. Was heißt auch? Wann bin ich das letzte Mal 120 gefahren? Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja eigentlich einer, der so grundsätzlich innerorts wie außerorts nur 70 fährt. Weiß ich, mache Motor an, Tempomat und dann warte ich halt, bis ich ankomme. Das war's, mehr mache ich nicht. Eigentlich müsste ich so eine alte E-Klasse fahren und Rentner sein. So. Der Rest bleibt drin. Gut, dann fällen wir hier mal die Schwarzeichen. Die brauchen wir ja hier sowieso nicht mehr. Eigentlich könnten wir gleich Felder anlegen. Oder wir könnten auch einfach das Bauernhaus endlich mal fertig bauen. Aber irgendwie, ja, sehe ich gerade nicht. Lohnt sich, glaube ich, auch nicht mehr. Was? So, ich könnte aber ein bisschen Weizen holen und die Kühe und die Schafe füttern. Das könnte man wirklich machen. Und natürlich das Inventar wieder leer. Ich spruch den Platz. So.
El Schwarzeicho haben wir hier überall. Fischtenzaun. Die Setzlinge kommen hier. So, Schwarzeichenholz haben wir ein bisschen wieder vor. Das ist auch ganz gut. Was war denn das? Mein Handy. Das habe ich ja noch nie gehört. Du, da habe ich mich erschrocken, ey. Kannst du auch nicht machen. Krieg ich noch einen Herzinfarkt oder sowas. Das ist gefährlich, Jung. Oder Herpes. So, Phantomhaut, Blümelein. Was lachst du? Hat man das gehört runter? Wer ruft mich da jetzt auf Discord an? Also ich bin's nicht. Kurva. Einfach rangehen, Kurva sagen und dann wieder auflegen. So mache ich das. Grundsätzlich. Heute nicht. Okay. Ich akzeptiere diese Entscheidung. So, hier noch ein paar Bücher. Eimer kann ich eigentlich auch mal hier lassen. Pfeile. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Bogen Spektralpfeile schießen? Weiß ich nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die machen. Was ist da der Unterschied? Keine Ahnung. Konnte man auf die nicht praktisch irgendwie so eine Art Spell machen? Also so Tränke, Wurftrank und dann hast du hier Pfeile, die einen unsichtbar machen? Wäre, glaube ich, ganz lustig. Ich bin ein Bleistift. Dafür habe ich aber keine normalen Pfeile mehr. Naja, gehe ich ein paar Skelette schlachten, ist kein Stress. Äpfel können wir aufräumen. Ich habe die in meinem Bild gesendet. Oh, jetzt muss ich schon wieder den Rechner wechseln, um Gottes Willen. Sowas wollte ich mal machen. Und zwar ohne die Tastatur und den Bildschirm, aber so einen Sleeper würde ich auch gerne mal bauen. Einfach mal so eine Gehäuse von, weiß ich nicht, jemand nehmen. Ja, wo du so denkst, weißt du, kannst wahrscheinlich gerade so Siedler spielen. Weißt du? Und dann machst du auf und ist halt einfach High-End. Ja, hätte ich Bock drauf. Wäre schon irgendwie ganz cool. Aber ich habe ja grundsätzlich... Wenn man zwei Grafiker drin hat, dieser Moment. Ja. Ich habe sowieso schon momentan eigentlich vor, einen Rechner zu bauen, aber das Geld gerade nicht. Da sind andere Sachen im Moment wichtiger. Essen zum Beispiel. Ist inzwischen so ein neues Hobby von mir, mache ich echt gerne. Deshalb gebe ich mein Geld momentan lieber dafür aus. Mahlzeit. Was muss man raus? Ja klar, zahlt auch keine Miete. Aber zwei dumme ein Gedanke. So, Kühe füttern. Somebody give me a hi. Hi, ja? Immer noch nicht so viel Mazieren hier. Ja, weiß ich, gebe mir schon Mühe, aber du bist einfach. Du bist halt auch nicht so leicht zufriedenzustellen. Ich bin anspruchsvoll. Ja, ich merk's. Ich meine, ist auch gut so. Muss ich das einmal vormachen? Nee, alles gut. Ich mache jetzt mal hier Potano und Karottenfelder. Dann brauche ich einen Wassereimer. Oder mehr. So fünf. Einmal. Da brauche ich noch mehr Falltüren. Waren das Fichtenfalltüren im Feld oder war das Schwarzeiche? Wenn ich das wüsste, würde ich sagen. Müsste, glaube ich, Schwarzeiche sein.
Das ist aber okay, denn ich habe sehr viel Schwarzeichenholz. Hi. Komm, der war doch schon gut. Nur noch richtig. Als wenn du sagen würdest, ich will es jetzt. Meint sich, wollt's einfach nicht genug? Na, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. So, das dürfte auf jeden Fall reichen. Habe ich irgendwo noch Eimer? Nö. Somebody give me a hug. Nee. Fühle ich jetzt nicht so. Okay. Ja, 4 Eimer reicht. Boah, mir krummelt schon so der Magen. Ich habe echt Kohldampf. Ich muss irgendwie demnächst mal irgendwie was essen. Aber meine Frau ist gut erzogen, die macht gerade schon was. Mega geil. Also es ist wirklich, ich kann jedem nur empfehlen, eine Frau zu haben. So, haben wir das. Das müsste, glaube ich, auch reichen. Dann brauche ich meine Hacke und ein paar Potanos und ein paar Karotten. Weißt du, was cool wäre? Was denn? Du nimmst, sagen wir jetzt mal, eine Karotte, ne? Und benennst diese um in Schlag mich tot. Dann pflanzt du diese umbenannte Karotte einfach mal ein. Und die Karotten, die du erntest, haben denselben Namen wie das, was du halt gegeben hast. Das wäre voll geil. Wait, shit. Doch, ich glaube, da würde ich ziemlich drüber abgehen. Wär cool. Warte, das ist die falsche. Hier. So, Karotten und Kartoffeln. Wait, shit. Geiler Beat. So, dann bin ich jetzt mal vorsichtig, nicht, dass ich den Weg wieder kaputt mache. Ich glaube, so Wege darf man echt erst machen, wenn man außenrum nichts mehr baut. Manchmal ein bisschen ätzend, weil du brauchst ja auch unbedingt einen Grasblock.
Blöde Scheiße! Ey! So, dann haben wir hier ein paar Merschen. Dann kommen hier die Karotten, die Kartoffeln, also die Potanos, ne? Ich musste die hier umbenennen. Ich hab's nicht vergessen. Knochenmehl und züchte das gleich ein bisschen hoch. Dann könnten wir eigentlich hier das kleine Feld fast schon abbauen, weil wir das gar nicht mehr brauchen. Aber ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich glaube, das bleibt da. Aus Prinzip. So, das dürfte auch reichen. Ja, klar. Du Mieser. Ich finde das echt nicht in Ordnung. Bitte lass es reichen. Ja, es reicht. Und eine Karotte haben wir übrig. So. Haben wir hier noch ein schönes kleines Farmründchen gehabt. Ist doch auch gut. Gut, dann kann das hier jetzt munter wachsen. Wir müssten nur die Karte wieder aktualisieren. Wie schaut es denn bei den Hühnern aus? Die sind doch jetzt bestimmt ausgewachsen langsam mal, oder? Nö. Kommt schon, werdet doch mal erwachsen. Dann gehe ich die Karte aktualisieren. Ich kann auch hier noch mal ein bisschen füttern. So, zwei neue Babyschafe, auch gut. Das machen wir mit den Kühen auch noch.
Dann werde ich die Karte aktualisieren, dann kommen wir für heute eigentlich auch schon zum Ende. So langsam mal. Ja, ich muss hier meine komplette Audio nochmal einstellen. Ja, das gut, ich meine nicht dazu, ich meine zu dann aus. Ich verstehe. Ja, langsam wird's. Jetzt machen wir hier noch Felder. Also hier diesen Bereich. Hier hinten würde ich gerne einen kleinen Blumengarten machen. Und dann brauchen wir hier auch noch irgendwo so eine ganz kleine Imkerei. Oder vielleicht dafür eine eigene Insel? Ja, weiß ich noch nicht. Da schauen wir mal. Aber ist schon ganz gut gewachsen bisher. Und passend, es wird gerade Nacht. Würde ich sagen, erstmal für YouTube würde ich mich hier an der Stelle verabschieden. Bis zum nächsten Mal.